Jawohl. Da hätte wahrscheinlich irgendein Meinungsforschungsinstitut. Unter 10 Sekunden. Denken Sie, können die Leute am frühen Morgen überrumpeln. Da noch anzukommen. Wir haben keine Meinung oder Sie bezahlen dafür. Oma? So früh? Papa und Mama schlafen noch. Wir schlafen eigentlich auch noch. Ja, sag ich. Und gute Besserung. Schön gemacht von Ton. Wieso gute Besserung? Oma ist krank, kann heute erst um 8:30 kommen. Den Ball spielen zu wollen. Komische Krankheit. Hat sie gesagt, was sie hat? Nee, aber sie geht jetzt zum Arzt und ist gegen 8 wieder gesund. Um die Zeit steht noch kein Arzt auf der Matte. Vielleicht guckt ihr auch Fußball. Da wette ich drauf. Was macht ihr denn hier? Ja, wir sorgen für die Einschaltquoten. Katanetz. Kein Frühstück? Noch nicht mal Kaffee? Wo ist denn Mami und Oma? Oma ist bis 8:30 krank. Sibylle und Wolfgang pennen noch, gibt keinen Kaffee. Ja, Papi hat heute frei. Oh, die Fußballfreaks. Hätte mir ja denken können, aber sonst den Arsch nicht hochkriegen, ne? Mama und Papa schlafen noch und Oma kommt heute später, sie hat angerufen. Wie, nicht mal einen Kaffee? Was hältst du davon? Wir machen ein Frühstück und bringen sie beiden ins Bett, ja? Ist doch schon spät. Wir sind's, Frühstück! Aufstehen, Kaffee wird kalt! Das kann doch nicht sein. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin. Moritz, Alexander, hochkommen! Mama und Papa sind verschwunden! Das hat's ja noch nie gegeben. Wenn jetzt was passiert ist. Ach, die sind bestimmt noch mal weggefahren und haben sich einen angesoffen. Dann hätten sie da angerufen. Aha, hab mich schon gewundert, warum keiner gekommen ist. Seit wann seid ihr wach? Seit 5. Und keinen gesehen? Mamas Auto steht vor der Tür. Dann müssen wir die Polizei benachrichtigen. Jenny, wir müssen in die Schule. Und außerdem sind wir auch schon mal eine Nacht weggeblieben. Nicht nur eine. Ach, das ist ja wohl was ganz anderes. Und wenn sie anderen Vorwürfe gemacht haben, fandest du das auch oder? Scheiße! Hat dich schon. Wenn was passiert wäre, hätte man uns sicher benachrichtigt. Vielleicht sind sie entführt worden. Da ich leider Gottes verhindert bin, kann ich mir Reckensiels Gelaber wenigstens auf den Fernseher reinziehen. Ihr sollt nicht glauben, dass ich einen Abgang gemacht habe. Seid so lieb und erklärt das Reckensiel. Und sagt ihm, wie außerordentlich leid es mir tut, dass ich seinem Latein leider nicht persönlich folgen kann. Also, bis später. Jetzt hat er total verschissen. Bei Reckensiel. Wieso? Zeigt seinen guten Willen. Würde ich auch machen, wenn ich so schlecht wäre wie er. Seit wann hast du was für Pascal übrig? Naja, ist doch rührend, diese Inszenierung. Guten Morgen. Besorgen wir etwas von Schäfer? Oder sollen wir mitkommen? Entschuldigung. Wir machen dann weiter mit den Gedichten von Erich Fried. Finde ich unheimlich fair von dir, das sagen musst. Machen sich bestimmt Sorgen. Ist aber niemand mehr zu Hause. Nicht mal deine Mutter. In der Schule meldet sich auch niemand. Die irren jetzt bestimmt durch Bremen und suchen uns. Herr Nardini, Schäfer hier. Herr Nardini, ich habe eine Bitte. Im Sekretariat meldet sich niemand. Ob Sie vielleicht unserem Direktor sagen, dass ich eine Stunde später komme? Zwei. Es können eventuell auch zwei werden. Ja. Ja, wenn Sie wollen, gerne. Ja, danke, Luigi. Mhm. Danke. Wenn ihr euren Italiano-Hausmeister nicht hättet. Ja, genau. Der Mann für alle Gelegenheiten. Ich bin tierisch eifersüchtig. Ich bitte darum.
Auf unseren Hochzeitstag. Nicht ohne Schminke, meine Herrschaften. Und auch nicht in meinem abgewetzten Anzug. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch zum Friseur gegangen. Aber nur mal Scherz beiseite. Schäfer, entfernen Sie das Ding da oder machen Sie es irgendwie unschädlich? Sie sehen doch, das darf man nicht berühren. Kokolores. Nun lassen Sie den Neumann doch seinen Spaß, Herr Doktor. Er steht bei Ihnen auf der Kippe und will nichts versäumen. Machen Sie das Ding weg. Und wie der Unterricht hier verabreicht wird, bestimme immer noch ich. Ich fasse das Ding nicht an. Ein äußerst freundlicher Zug von Ihnen, Schäfer. Sich mit den Versagern der Klasse zu solidarisieren. Ich werde mal mit Ihrer Mutter darüber sprechen, was die davon hält. Ich ziehe einfach den Stecker raus. Nein, 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 nein. Vielleicht kann sie das zufriedenstellen, Herr Doktor. Keine faulen Tricks, Schäfer. Ja, wir holen jetzt unseren Cicero hervor. So hat Pascal wenigstens den Ton. Mit Musik geht ja bekanntlich alles besser. In einem bin ich nicht Quatsch, in einem bin ich noch nicht und in einem bin ich nicht mehr Spiegel. Nochmal Spiegel. Das steht hier so. Spieglein an keiner Wand, lasse mich los, bring mich nicht um den Verstand. Was lesen Sie denn sonst so, Julia? Wieso? Na, irgendwas liest man doch in Ihrem Alter. Bravo! Super, hey, Quatsch! Ich komme so selten dazu. Das merkt man. Sagen Sie, Jenny, könnten Sie bitte mal runtergehen und Ihrer Mutter bestellen, dass ich mir die Oper lieber im Theater anhöre und nicht in der Schule? Sie sollen runtergehen und um Ruhe bitten. So kann ich nicht unterrichten. Ihre Mutter holt den Rad ab, was? Was suchen Sie denn hier? Frau Zell findet die Musik zu laut und ich soll meiner Mutter Bescheid sagen. Sehr dezent formuliert von Frau Zell. Ist sonst gar nicht Ihre Art. Unerhört. Nur ein bisschen. Ich verstehe ja sein eigenes Wort nicht mehr. Dottore, Ruggero Leoncavallo. Große italienische Oper, Dottore. Kinder mögen singen. Ich singe gleich mit, aber in Moll. Und wo ist Frau Schäfer? Ich wollte Sie nicht belästigen, Dottore. Ich vertrete Frau Schäfer. Für eins, zwei Stunden. Kinder brauchen Musik. Macht Seele frei. Und Herz offen. Aber sonst gibt's Ihnen Danke, ja? Frau Schäfer entschuldigt? Bei mir nicht. Aber anscheinend beim Hausmeister. Eine feine Familie haben sich da ausgesucht. Na, darf die nicht so ernst nehmen. Warum sagt er dann sowas? Sie, Herr Bockmann, bleiben erstmal hier im Musiksaal. Ich hab oben die Neunte sitzen. Beethoven. Und Herr Nardini geht hoch in Ihre Klasse und sorgt für Ruhe. Aber ohne Beethoven, bitteschön, ja? Dann lass das mal stecken, das mach ich. War ja meine Idee. Außerdem verdiene ich selbst. Ne? Ja, schön, dann gibt das ja gar nicht, ich hab da gar nichts gegen. Ehrlich? Oder wird dir deine Frau zu selbst stellen? Nee, wird mir nicht. Danke nochmal, Pascal. Gegen die Tür, tut mir leid. Moment, schön. Moment, zwei Minuten, dann bin ich weg. Ich bin noch um die Ecke. Hm? Ja, ist sowieso schon alles zu spät. Ja. Auscheck? Ja. Wieder sein? Schon. Zimmer 217, die Rechnung bitte. Was machen Sie denn hier? Sind Sie nicht in Felix' Klasse? Sie verwechseln mich, Frau Schäfer. Vielleicht bin ich ja nur ein Doppelgänger. Müssten Sie nicht in der Schule sein? Ja, ja, aber müssten Sie nicht auch in der Schule sein, anstatt... Anstatt was? Entschuldigen Sie, es steht mir nicht zu, irgendwelche Kommentare abzugeben. Das war Kommentar genug. Der Rest ist für Sie, Doppelgänger. Pascal, glaube ich. Stimmt's?
Und sie hat doch nicht angerufen? Bei mir nicht, bitte. Aber das ist noch nie vorgekommen. Sie sagen es uns immer, wenn Sie irgendwo hingehen. Nun, denken Sie mal nicht gleich das Schlimmste. Aber Papa ist doch, ich meine, unser Vater ist Offizier bei der Marine. Das ist mir bekannt, ja. Ich weiß, es klingt blöd, aber schließlich ist er doch Geheimnisträger und man liest heute so viel über Entführungen. Sie mögen Ihre Eltern? Warum denn nicht? Ich meine, Sie vertrauen Ihren Eltern. Na sicher. Morgen, Schnulli. Sibylle. Heinz? Ich musste dich eben vertreten, weil du nicht da warst. Ja, jetzt bin ich da. Wolf tobt. Warst du da? Weil du nicht entschuldigt warst. War ich doch. Wenn ich dir einen Rat geben dürfte. Du, wenn du mich so fragst, nein. Tu ich aber trotzdem, weil im Kollegium schon geredet wird. Die reden doch immer. Dass die Schäfer mit ihren 4 missratenen Kindern natürlich ein gefundenes fassen. Dein Ruf kann dir doch nicht egal sein. Ganz und gar nicht. Kommt nur darauf an, welchen Ruf ich bei wem zu verlieren habe. Hm? Werter Herr Neumann, es ist meine Jacke. Ich bitte um eine pflegliche Behandlung. Hast du einen Arsch offen oder was? Das ist eine Kamera und kein Kleiderständer. Immerhin habe ich den Ton für dich retten können. Recken Sie war dagegen. Ich wollte, dass wir das Ding abbauen. Ich habe nicht dafür gesprochen. Heißt das, er hat seine Jacke einfach hier rübergehängt? Reckensiel hat ihn gezwungen. Ach so ist es also. Wenn Reckensiel dich zwingt, deine Mutter zu pimpern, dann tust du das auch, was? Das ist stark. Und gut, danke. Das lässt du dir nicht gefallen. Wollsocken halten die Klappe. Lass sie los, Elfi hat nichts damit zu tun. Und das mit meiner Mutter nimmst du zurück? Nehme ich zurück. Nehme ich alles zurück. Deine Mutter hat nämlich bessere Typen wie dich, mit denen sie ihr Schäferstündchen verbringt. Was soll das heißen? Heute früh kam sie mit dem Kerl aus dem Hotel. Meinem Vater, na und? Ach, deine Eltern schlafen im Hotel. Und der sah weiß Gott nicht aus wie dein Vater. Na gut. Meine Mutter hat einen Liebhaber. Ist doch nichts dabei. Deshalb muss sie noch lange nicht durch so jemanden wie dich in aller Öffentlichkeit bloßgestellt werden. Oder willst du, dass mein Vater erfährt? Und bei uns zu Hause ist Götter in Ordnung. Lass mich. Ich habe sie bei meiner Einstellung gewarnt. Sie wollten mich trotzdem. Weil wir händeringend eine Musiklehrerin gesucht hatten, nicht aber eine Mutter mit 5 aufsässigen Kindern. Wieso 5? Na, ihren Köder werde ich nie vergessen. Ach, Anton, ja. Also ehrlich gesagt, ich habe es mir auch alles anders vorgestellt. Und wenn Sie wollen, dann quittiere ich jetzt eben den Dienst. Ich habe es doch nicht so gemeint, Frau Schäfer. Ich gebe ja zu, bitte. Seit Sie hier sind, ist kein Tag wie der andere. Die Schäfers sorgen für Abwechslung im Schulalltag. Naja, aber ein klein bisschen mehr. Hm? Naja, Sie wissen schon. Naja, heute zum Beispiel. Ihre eigenen Kinder machen sich Sorgen, dass ihre Eltern nachts nicht zu Hause sind. Glauben an Mord und Totschlag. Ich weiß, es geht mich nichts an, Frau Schäfer, aber es muss mich in dem Moment interessieren, wo die Schule Kopf steht. Weil Sie nicht mehr in der Lage sind, ordentlich Ihren Dienst zu verrichten. Ja, aber Sie würden lachen, wenn Sie wüssten, was wirklich los war. Gern. Wo man doch sonst nicht zu lachen hat. Wartet auf seine Geliebte. Ich liebe meine Schwester. Ja, das stimmt. Oh, Blutschande. Ich wusste gar nicht, dass du pervers bist. Oder bist du schwul? Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, weder das eine noch das andere auszuprobieren. Julia, hast du Jenny gesehen? Die ist längst weg. Ihr war schlecht oder so. Sie hat sich entschuldigt. Die Dame hat ihn also versetzt. Ganz einfach. Vielleicht mag er mit mir verliebt werden. Gerne, Elfi. Vielleicht ein andermal. Ich meine es ernst, Felix. Bist ein guter Typ. Und wir könnten schon mal was ausprobieren. Ist dir zu direkt, was? Aber ich bin nur mal für geradeaus, wenn es die Sache wert ist. Halt mal kurz.
Danke. Na klar steht er auf Frauen. Was du alles siehst? Kannst es dir ja überlegen. Mein Angebot steht. Unbedingt mit dir sprechen. Fahr doch schon mal vor mit dem Rad. Steig ein. Ich komm doch gleich. Was guckst du denn so grimmig? Wenn du willst, dann entschuldige ich mich bei dir. Ich hoffe, du hast wenigstens deinen Spaß daran. Ja, klar. Hör mal, wie oft ist denn von euch einer nachts nicht nach Hause gekommen? Was sagt Wolfgang dazu? Auch nichts anderes. Wenn du mit einem fremden Mann die Nacht im Hotel verbringst, dann findet dein Mann das gut, ja? Wie kommst du denn darauf? Man hat dich gesehen. Wer? Ja, das interessiert dich, hä? Und nicht etwa, dass du uns hinterrücks betrügst. Wenn zwischen dir und Papa eine Krise ausgebrochen ist, dann schenk uns bitte rein Wein ein, damit wir wissen, woran wir sind. Sehr komisch. Felix, ich meine, du hast ja recht. Ihr sollt die Wahrheit erfahren. Aber sag mal, gönnst du deiner Mutter keinen Liebhaber mehr? In eurem Alter hatten wir doch auch mal die eine oder andere Geschichte. Also doch. Sei doch nicht so spießig, Felix. Vorhin in der Klasse habe ich damit noch gespielt und dich verteidigt. Jetzt ist es sogar wahr. Was macht denn dieser Pascal im Hotel? Der sollte zur Schule gehen. Geld verdienen. Hat einen Nachtjob da. Er hat dich beobachtet. Kenne ich den Mann? Sehr gut. Auch das noch. Willst du nicht vielleicht seinen Namen wissen? Nein, lieber nicht. Also, wir kennen uns schon ziemlich lange. 17 Jahre. Ja, länger. Du warst ja schon da, als wir uns... Er ist Offizier bei der Marine. Heute vor 17 Jahren haben wir geheiratet. Willst du nicht vielleicht wissen, mit wem ich die Nacht verbracht habe? Arschloch. Mama. Oh, sind wir schon da? Was macht's denn? Nichts. Nehmen wir es als Geschenk zum Hochzeitstag. Eins von beiden muss es gewesen sein. Das. Ich erinnere mich an den Samt. Mehr nicht? Doch, was drunter war natürlich auch. Es dürfte heute nicht viel anders sein. Dass du das alles aufgehoben hast. Du, die Mode kommt immer wieder. Und die Menschen verändern sich. Auch nicht sehr. Und du meinst, das passt dir noch? Also Papa. Das darfst du einer Frau niemals sagen. Oh, entschuldige. Gratuliere, Papa. Hat sich schon rumgesprochen, ne? Ja. Jenny hat ja Panik gekriegt heute Morgen, aber ich hab mir schon sowas gedacht. Natürlich ist Mama breiter geworden nach 17 Jahren, aber hier hinten bei den Nähten, da ist noch genügend Stoff. Also das kann ich bestimmt ändern. Mhm. Sag mal, wenn ich richtig rechnen kann, dann war ich damals schon da und Jenny noch nicht. Richtig? Ja, das stimmt. Jenny war unterwegs. Warum fragst du? Ja, war doch ziemlich mutig zu der Zeit, Kinder zu kriegen, ohne dass man verheiratet war. Ja, wir haben ja nicht geheiratet, weil wir feige waren, sondern weil wir uns geliebt haben. Ja. Das war Kleber AS 3/7. Moritz, na, du lässt das jetzt nach. Auf der Maschine ist doch noch Garantie. Wir rufen den Kundendienst. Der heute noch kommen soll. Ha, ha, ha. Ja, dann lass deinen Vater das machen. Der versteht mehr von Technik. Dass ich nicht lache. Die hauen doch gleich in die Oper ab und an wem bleibt der ganze Scheiß hängen? An den Sklaven. Dichtung AS3/8. Nicht wiederverwendbar. Moritz, Alex, Kohle. Von dir krieg ich 30 und dir 20, Alex. Und dafür bezahlen wir auch noch. Oh, Jenny hat 40 gegeben und ich 60. Also stell dich nicht so an. Und wie viel hat Oma dazu gegeben?
Du hast nichts dran geändert? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Er bleibt doch bis zum Wochenende. Also das Geschirr wasche ich nicht ab. Sprechen Sie dem Admiral mein Bedauern aus. Nicht mit der Hand. Und morgen früh alles wie gehabt. Das war so nicht vereinbart, danke, Wolfgang. Danke. Tschüss, tschüss. Jetzt seht euch das mal an. Und es passt sogar. Oh, wie angegossen, liebe Reizende. Das kann ja gar nicht angehen. Na ja, hier ist es ein bisschen Spitze. Ne? Jede normale Frau nimmt mit dem Alter zu. Mama ist eben mehr als normal. Ach, ich bin normal, klingt so abwertend. Dann sag doch gleich, dass ich verrückt bin. Guck mal hier unten. Nee, hier. Die Karten liegen an der Kasse. Du musst nur noch bezahlen. Mutter, vielen Dank. Das ist ganz toll. Danke. Danke dir. Jenny, danke. Felix, komm her. Liebe Mutter, herzlichen Dank. Oma hat überhaupt nichts dazugegeben. Aber hör mal. Und wer macht die ganze Arbeit hier? Da kannst du ja auch das Geschirr abwaschen, wenn ich schon die Maschine repariere. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, weil ich nicht schlafen konnte. Weil du Fußball geguckt hast. Deswegen bist du heute Morgen auch nicht gekommen. Wie haben Sie gespielt? 2-1. Wie schön. Verloren. Lass mal, Oma. Das machen wir schon. Du ruhst dich schön aus. Sibylle und Wolfgang gehen zu Herrn Wagner. Ja, Moritz macht sein Examen im Maschinenbau und Jenny und ich waschen jetzt an. Und ich bringe ein paar neue Kunststücke bei, damit ein ganzer Kerl wird. Tut mir leid, Felix, ich bin schon mit Julia verabredet. Oh. Ja, bitte. Du, ist sicher für dich. Hm? Ja, auch ein Wunder, wenn jemand was klappt. Ich habe eine Busenfreundin Julia. Jane hat viel größere Busen. Wie das immer, du ja ruhig gar nicht auf. Felix, vor allen Dingen Moritz, ein Typ ist gefragt. Wer? Hat sie nicht gesagt. Ach, eine Sie. Sibylle. Ach, es ist bestimmt Julia. Im Prinzip schon, aber wir haben hier gerade eine kleine Familie. Geht ihr doch schon mal rein, ich ziehe mich schnell um, ja? Ruf doch später noch. Ja, meinetwegen auch in 10 Minuten. Ja, ja, tschüss. Tag. Wir wollten eigentlich nur Jenny abholen. Guten Tag. Das ist Pascal aus Felix Klasse. Hallo Julia. So schnell sieht man sich wieder. Sie sagen es. Darf ich Ihnen übrigens den Mann vorstellen, mit dem Sie mich heute Morgen gesehen haben? Das ist Pascal, das ist mein Mann. Hallo Pascal. Grüß dich, Julia. Willst du doch nicht mit diesem Schwaller und seiner Tussi losziehen? Wer hat doch alles angezettelt? Reg dich ab, Felix. Ich bin mit Julia verabredet. Und wenn sie ihn unbedingt mitnehmen muss, dann ist das ihre Sache. Ist ja eine feine Gesellschaft. Ich bin fertig, wir können! Was? Viel Spaß bei was auch immer. Ja, auch Hausmann. Sieht ja nicht einfach super aus. Da hätte jede Hausfrau ihre Freude dran. Verpiss dich. Nun kommt. Felix, Telefon. Elfi. Julian. Die hat mir gerade noch gefehlt. Was Wolfgang, fehlt? Wolfgang, aber nicht die Uniform, bitte. Das sage ich ja nicht in Uniform. Doch, aber das ist doch unsere ganz private Veranstaltung. Von unseren Kindern gestiftet. Meinetwegen. Süßes. Aber ich muss vorher noch den Abwasch machen, das habe ich versprochen. Danke, Elfi. Bis gleich. Wer war das denn? Das Krematorium. Fragen, wann du kommst. Das muss ein Irrtum sein. Ja, entschuldige, Oma. Da kannst du doch nichts für. Seit 24 Stunden auf dem Bein. Na und? Jimi Hendrix hat Konzerte von 48 Stunden gegeben. Bin ich Jimi Hendrix? Weiß Gott nicht. Ja, ein Mann muss seine Kräfte wohl sortieren, was, Julia? Ein Drink für die Lady. Was möchtest du? Ein Tee. Darjeeling Highland First Flush. Ja, hast du nicht gehört, Mann? Darjeeling Highland First Flush. Du bist ein fürchterlicher Aufschneider, Pascal. Wie darf ich das verstehen? Du musst immer deine Show abziehen. Hast du das eigentlich nötig? Oh, Psychologie, ich höre dir Trapsen. Also, wenn die Hosen runterlassen, dann richtig, was, Julia? Aber dann hier. Komm, Pascal, das ist jetzt unfair. Julia ist besoffen und du treibst hier dein Spiel mit ihr. Ich bin nicht besoffen. Kann er doch recht, von wegen irgendeinem Psychodrama. Davon habe ich genug zu Hause. Ich will noch einen Drink.
Kein Drink mehr, bitte, Pascal. Warum nicht? Sie ist doch alt genug. Jenny braucht immer jemanden, der auf sie aufpasst. Aber Pascal lässt du in Ruhe. Der passt schon auf mich auf. Du siehst doch, wir bringen sie nach Hause. Nicht nach Hause, zu mir. Wieso? Ihre Eltern sind weg und es wäre schlecht in ihrem Zustand. Gibst du mir? Ja, ich wohne unterm Dach, im vierten Stock, ohne Fahrstuhl. Mach schnell mal rum. Ja, genau, das ist scharf. Und das andere war viel geiler. Die stöhnen gar nicht. Das ist doof. Schreib mal um. Okay. Sigmund Freud hätte seine wahre Freude gehabt. Ist komisch, nicht, dass der ausgerechnet Freud heißt, obwohl er ja eigentlich immer nur den Frust beschrieben hat. Liebst du mich? Hast du Sigmund Frust heißen wollen bei dem Beruf? Psychoanalytiker ist kein Beruf, sondern eine Krankheit. Hier, das muss noch mal gespült werden. Einstein sagt dir was, ne? Er hat noch nicht mit mir gesprochen. Mir ist schleierhaft, wie du gerade auf Einstein kommst, wo wir doch gerade bei Freud waren. Ich glaube, dass du Jenny zuerst nach Hause bringst und dann mich. Ja, das mach ich auch. Wenn du dich ausruhst, bring ich Jenny nach Hause. Nein, du verstehst mich nicht. Ach Gott, ist die blau. Ich kann auch ein Taxi nehmen, wenn du mir noch 10 Mark leist. Die kippt doch eh gleich weg, wenn sie auf dem Bett liegt. Dann geh mir hier noch in die Kneipe und lass es so richtig krachen. Da komm ich mit. Nein, Julia, ich geh jetzt nach Hause. Du musst mir was versprechen, Jenny. Versprichst du mir das? Ich verspreche dir alles, Julia, wenn du noch nicht so betrunken wärst. Pascal ist ein ganz lieber Kerl. Pascal ist nämlich mein Freund. Das weiß ich doch, Julia. Das ist schön. Danke, Jenny. Sag mal, kann ich dir was anbieten? Ja, aber du kannst ja mal Julia fragen. Ich würde nicht Nein sagen, wenn sie noch könnte. Komm, Pascal, das hast du doch provoziert. Ich habe genau gesehen, wie du ein Glas nach dem anderen bestellt hast. Als Kavalier. Aber das fällt mir schon gar nicht mehr auf. Du kannst recht haben. Es gibt kaum einen Abend, wo sie nicht knüllelt. Und du stehst auch auf dem Zeug. Ihr beide. Nur die Nerven. Die ganze Sache ist mir etwas auf den Magen geschlagen. Du auch? Ich geht. Pascal. Nee, aber wenn du ein Glas Wasser hättest oder eine Cola, würde ich nicht Nein sagen. Na klar. Du weißt doch, dass Julia säuft. Warum machst du nichts, wenn du sie liebst? Wenn du wüsstest, was ich schon alles mache. Aber ich bin doch nicht ihr Daddy. Ihr Daddy. Der ist so das ganze Problem. Das hält sich null für seine Tochter. Du brauchst es gar nicht versuchen, ist gesperrt. Ich wollte ein Taxi rufen. Ich hab vergessen, die Rechnung zu zahlen. Tschüss. Schmeckt aber komisch. Hm? Wie Olle Cola. Das Gerät war lange nicht an. Willst du was anderes? Nee, lass mal. Ich werde mich schon nicht vergiften. Ich würde dir meinen Caddy geben. Du weißt doch genau, dass ich noch keinen Führerschein habe. Wenn du fahren kannst, wäre das noch lange kein Hinderungsgrund. Du spinnst. Noch ein Trick? Gerne, ich hab tierischen Durst. Na toll. Wir sollten Julia ausziehen und ins Bett bringen. Und dann? Wenn sie richtig schläft, bringst du mich nach Hause. Ich meine, was wir bis dahin machen. Na was schon? Als echter Kavalier könntest du mir zum Beispiel einen Schwank aus deiner Jugendzeit erzählen. Hättest du die Wahl zwischen meiner blauen Periode und meiner Sturm- und Drangzeit? Sturm und Drang bitte, wenn es nicht allzu stürmisch wird. Du Sau, du hast mir doch was reingekippt. Tut mir leid, kann nicht sein, Jenny. Vielleicht hab ich die Gläser beim Einschenken verwechselt. Jetzt ist nur noch ein Rest von dem Whisky drin. Ich kann Alkohol nicht ab.
Ich komme nur noch schlimmer drauf als Julia. Ich werde zum Beispiel nicht lustig, sondern aggressiv. Und dann kann ich mich selber nicht mehr leiden. Weißt du, dass ich dich wahnsinnig gut leiden kann? Bitte, Pascal, mach jetzt keine faulen Komplimente. Schon vom ersten Tag, als ihr an der Schule wart, habe ich dich beobachtet. Und ich habe dann an den verschlungen. Hör auf, Pascal. Ich meine es ernst, du bist die tollste Frau, die mir jemals... Wir kennen uns doch gar nicht, Pascal. Ich kenne uns schon besser, als du glaubst. Das spürt man einfach. Nein, Pascal, nein. Ganz ruhig, das passiert doch nichts. Bitte. Hör auf. Jenny. Was soll das? Nein. Nein. Das ist nicht. Das ist nicht. Nein. Komm her, komm. Bitte nicht. Jenny? Ja, ich bin's. Wir sitzen hier noch im Auto. Ich wollte euch nicht stören. War's denn schön? Ja, war ganz schön. Bis auf, dass der Tenor einen bösen Husten hatte. Gute Nacht. Siehste, jetzt hast du sie vergrault. Ganz im Gegenteil, sie hat die Situation erkannt und sich taktvoll zurückgezogen. Als ob wir was zu verheimlichen hätten. Aber nicht. Und so hebt das Tantra den Unterschied zwischen den Geschlechtern auf und erlöst das Individuum von der Qual der sexuellen Obsession. Was soll daran besser sein? Ich meine, wenn es zwischen Mann und Frau nicht prickeln würde, wäre die Lust doch nur halb so viel wert. Die Lust beherrscht das Mantra. Es erlöst dich, weil es dich zum Genuss führt. Entschuldigung. Und zwar durch die im Mantra vorgelebte Rezitation der 5M. Mada, Wein. Matsya, Fisch. Ich muss mal nach Jenny schauen. Ich glaube, da ist was mit ihr. Ich kann mich ja schon mal ins Bett legen. Was ist denn los? Was soll los sein? Ach ja, dein Auftritt eben. Du meinst mein Abgang? Da war wieder ein Auftritt. Das war ja. Kommt ja auch nicht gerade häufig vor, dass eine Frau bei dir ist um die Zeit. Ist noch nie vorgekommen, sag's ruhig. Was hast du gesagt? Und? Hast du was dagegen? Liebst du die Frau? Nein. Aber sie liebt dich. Will sie was von dir? Das kann man wohl sagen. Und, wie verhältst du dich? Das ist es ja eben. Ich versuche mich laufend aus der Affäre zu ziehen, aber es gelingt mir nicht. Das hast du gleich bemerkt, nicht? Was machst du, wenn sie handgreiflich wird? Ich meine, wenn sie in die Wäsche geht oder... Mich vergewaltigen will? Wie soll das denn gehen? Und zum Glück. Kann er nicht servieren, dass ich eine Frau bin? Jenny! Versucht mich zu vergewaltigen. Pascal,
Erst hat er Julia betrunken gemacht und dann hat er mich in seine Wohnung gelockt. Dann hat er... Du kommst doch noch, oder? Natürlich, Elfie, aber du siehst doch, Jenny geht's nicht gut. Ich komm gleich. Geh du schon mal zu Bett, ja? Pascal? Siehst du, du kannst auch nicht Nein sagen. Als Frau Nein sagen will, muss man verdammt kräftig sein. Ich habe Nein gesagt, aber einfach nicht locker gelassen. Also Pascal. In seiner Wohnung. Julia lag im Bett und hat geschlafen. Ich kann das nicht fassen. Glaubst du mir doch, Felix. Oder glaubst du mir nicht? Den kriege ich. Darauf kannst du dich verlassen. Der hat Mama auch schon angeschwärzt, vor allen Leuten. Bitte, Felix, sag Mama nichts davon. Ich schäme mich so. Das kriegen wir hin, Jenny. Mit Moritz zusammen. Nein, bitte, Moritz auch nicht, niemandem. Doch, Moritz muss sein. Der versteht das. Ihre Sprache stark noch in den ersten Anfängen, in coatum quidam et confusum sonans. Nur allmählich fand sie sich aus ihrer Vereinzelung dissoziati. Der Begriff halten wir jetzt also. Dissoziati zusammen. Was ist denn Julia heute? Haben Sie was gehört, Jenny? Wir müssen ihn irgendwie da treffen, wo er am empfindlichsten ist. Ja, verstehe. Ich denke, das ist ein Ami-Schlitten. Genau den. Psst! Ich hau noch mal ab. Felix. Ich weiß aber nicht, wann ich wiederkomme. Mona, wo ist Luigi? Der ist in der Badewanne. Egal, der hat so ein schweres Stahlseil im Keller, das brauche ich dringend. Luigi? Also finden. Was willst du? Eigentlich hat es mich nach einem Doppelzimmer gelüstet. Aber dich hier anzutreffen bedeutet ein höheres Sicherheitsrisiko einzugehen. Du quatschst dir alles aus. Wenn du ein Zimmer willst, ist mir das wurscht. Das werden ganz normale Preise bezahlen. Ist dir noch was frei? Welche Preisklasse denn? Eine goldene Badewanne sollte schon drin sein. Hey. Was soll das? Gib die wieder her. Oh, Entschuldigung, ich habe mir den Nagel angerissen.
Wir haben Zimmer von 160 bis 390 Mark. Mhm. Ausfüllen. Bezahlen wir gleich. Oh, Ehrensache. Und Schäfer bitte mit I. Straße. Vielleicht haben wir Glück. Du versteckst dein Fahrrad. Ich schließe den Wagen kurz. Okay? Ja. Wenn die Bullen kommen, sind wir dran. Beide. Kapierst du? Alter Kumpel, du warst heute Abend alleine hier. Ich habe heute Abend keinen Dienst gehabt, hast du verstanden? Du hast mich und ihn heute nicht gesehen. Ich habe niemanden gesehen, bei meiner Ehre. Du rufst jetzt die Polizei und sagst ihnen, dass irgendwelche Leute Randale auf der Straße gemacht haben. Wir sind weg und waren nie hier, hast du verstanden? Ich habe verstanden, Pascal. Ja. 110. Komm jetzt. Hier ist Gandhi Crown Hotel. Auf der Straße ist Randale. Bitte kommen. Und? Hat's geklappt? Ast rein. Felix? Moritz? Ja, was ist? Was spinnst du, so spät nach Hause zu kommen und kein Wort zu sagen? Du hältst dich da raus, Mama. Ihr wart auch eine ganze Nacht verschwunden, ohne was zu sagen. Ach, entschuldige, dass ich gefragt habe. Und entschuldige, dass ich deine Mutter bin. Du, Felix hat's erwischt. Ich bin besser abgehauen, weil die Sirenen losgingen. Was für Sirenen? Na, die vom Schaufenster. Also, du hast die Wahl. Entweder Flucht nach vorne oder wir gehen nach Hause und die ermitteln fleißig. Das wird jetzt teuer. Das nimmt dir doch keiner ab, Pascal. Wenn du den Arsch voll hast, nimmt uns das natürlich keiner ab, Schäfer. Also was ist jetzt? Du wirst dich bei Jenny entschuldigen. Nur wenn du zahlst. Halbe halbe. Ist ein Angebot. Erst entschuldigen, dann halbe halbe. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich werde mich entschuldigen. Ja? Ich möchte einen Diebstahl melden. Mir haben sie meinen Wagen geklaut.
Habt ihr gehört? Schon wieder einer. Das ist schon der dritte heute Nacht. Name, Kennzeichen. Neumann. Pascal Neumann. Verbertestraße 3. Starter Caddy. Eldorado. 78er Baujahr. Aber top in Ordnung. Wo stand der Wagen? Wann haben Sie es bemerkt? Vor 10 Minuten. Wir sind gleich hierher. Also Felix war bei mir, das ist Felix Schäfer, mein Klassenkamerad. Der kann alles bezeugen. Also wir waren bei mir zu Hause, haben Schularbeiten gemacht. Und dann wollte ich nach Hause fahren. Ging raus und naja, der Wagen war weg. Hat Ihr Wagen das Kennzeichen HBP301? Ja, ich glaube. Na, was heißt ich glaube? Ja, ja, das ist die Nummer vom Caddy. Hm. Warum lachen Sie denn so? Stimmt was nicht? Sag du es ihm, Robert. Zuerst die gute Nachricht. Ihr Wagen ist wiedergefunden worden. Und nun die schlechte. Ihr Auto hat nur noch eine. So, den habe ich besorgt. Den gibst du ja anschließend. Hm? Wenn du meinst, dass das was nützt. Dass das klar ist, den stelle ich dir in Rechnung. Der war nicht billig. Das sind doch Peanuts. Was wollen Sie hier? Entschuldigung, meine Schwester Jenny Schäfer soll dringend zu Dr. Wolf kommen. Was heißt das denn wieder, Jenny? Echt? Ja. Soll ich dazukommen? Oh, davon hat er nichts gesagt. Also gut. Wer von euch will die Geschichte lesen? Das mit Wolf ist natürlich eine Ente, aber ich muss da was geklärt wissen. Wie? Was? Verstehe ich nicht. Hat das schon wieder was mit Mama zu tun? Weitesten sind auch mit Mama, aber wie gesagt, nicht unbedingt freiwillig. Pascal möchte sich bei dir entschuldigen. Es tut ihm leid und er weiß natürlich, sowas nicht zu entschuldigen ist, aber irgendwie muss die Kuh ja vom Eis gebracht werden, habe ich mir gedacht. Nein, schließlich müssen wir alle noch etwas länger miteinander auskommen. Hast du dir gedacht? Felix hat recht, ich möchte mich entschuldigen. Weil das hätte ich dir gleich sagen können. War eine absolute Schnapsidee. Für die habe ich verschissen bis zur Steinzeit und zurück. Ich erst. Matter.